Juhu und herzlich willkommen hier wieder bei dem Quali und war zu einer neuen Runde Phileasson Saga. Wir spielen heute eine Runde DSA 5, Pen and Paper Rollenspiel. Allerdings mit einem uralt Schmöker der Phileasson Saga. Und wir, das bin nicht nur ich, sondern das ist auch Leopardin 202 als Fianna Steinhauer, eine Magierin aus Gareth. Und das ist Pölle als Hjalte Kolbeinsson, ein Torvaler Krieger. Ja. Und das ist Enigmon als Valion Herzensklang, ein auelfischer, nee, doch, auelfischer Legendensänger. Ja, und Nasir Ibn Zahir al-Masrim, gespielt von dem Mischka als Zugvogel des Aves. Und wir befinden uns eine ganze Ecke vor der Zeitrechnung von DSA 5. Wir befinden uns noch zu einer Zeit, in der ganz Aventurien noch nicht so erforscht und bekannt war. Und unsere Helden sind Teil einer Crew, einer Schiffscrew von Kapitän Fuckwulf Phileasson, der seines Zeichens sich anschickt, der König der Meere zu werden. Allerdings muss er dafür eine Wettfahrt rund um Aventurien gewinnen gegen Beorn den Blender. Und wie es die letzten paar Male aussah, hat dieser Beorn der Blender gerade einen wahnsinnigen Vorsprung, wie auch immer er den geschafft hat, herauszuholen. Er scheint den Helden wieder, nachdem es eine ganze Weile so aussah, als ob die Helden mit Phileasson in dem Vorteil waren, scheint er sie eingeholt und überholt zu haben. Wie auch immer er das geschafft hat, denn seit dem Himmelsturm hat man ihn nicht mehr gesehen. Unsere Helden suchen im Osten Aventuriens nach einer alten Sagen- und Legendengestalt. Nach einem Wolfskrieger namens Erncen, genau. Gut, Gnasir. Gut aufgepasst. Gibt ein Fleißbienchen. Ja, und ja. Was aber sonst so passiert ist beim letzten Mal, das erklären euch und die Helden am besten selbst. Ich fange mal an. Wir waren noch einen Tag in Valusa, um Bestellungen abzuholen, also um genau zu sein, Nasir und Hjalte, der Esel sind immer selbst zuerst, waren dort, um Bestellungen abzuholen. Währenddessen hat Fianna den Hesinde-Tempel besucht. Dort erfuhr sie, dass es einen Boronsgeweihten gab, der auf dem Zwergenplatz einen Geist austreiben wollte, jetzt ein Fall für die Noiniten ist. Also für die Geistheiler sozusagen, für die, die nicht kennt. Und dieser Geweihte, also nicht der Boronsgeweihte, sondern der Hesindegeweihte aus dem Tempel, schlug vor, die Gebeine des Geistes zu suchen. Da der Körper zu Asche zerfiel, ist das etwas schwierig. Fianna ist daraufhin in Borons Tempel gegangen und hat mit dem Priester dort gebetet. Währenddessen gingen Hjalte und Nasir die Waffen abholen zu einem Zwerg, wo wir unsere Waffen abgaben zum Reparieren, Verbessern. Und der hat wirklich gute Arbeit geleistet, nicht nur als Schmied, sondern als Verkäufer. Er hat uns nämlich noch exzellentes Waffenöl aufgeschwatzt. Gut, dann sind wir zusammen zu diesem Zwergenplatz, wo wir den Elfengeist, eigentlich schon ein Witz in sich, aber okay, getroffen haben, mit dem dann Valion über ein verlorenes Schwert, das sich Selfanatil, die Silberflamme nennt, unterhalten hat. Und an weil das den Elfen generell wohl sehr, sehr wichtig ist. Und nach dem damaligen Kampf, wo also dieser Elfengeist entstand, also sein Körper starb gegen, der Kampf war gegen Erncen, ist dieser dann mit der Silberflamme aus der Stadt geflohen. Und die Spuren gingen Richtung Isilia. Dort sind wir dann auch. Bitte? Ich möchte nochmal einschieben, dass das Gespräch mit dem Elfengeist sehr anstrengend war und
Valion, ja, schon fast verängstigt wirkte. Aber das, was man... Das kommt ja nicht so häufig vor, ne? So, ja, so genau so, vorher halt noch nicht gesehen hat. Hm. Okay. Anders verloren. Achso, ja, genau, Isilia. Dort hat dann die Dame in unserer Gruppe, die Magistra Steinhauer, mit der Stadtvögtin Gesla von Isilia gesprochen. Und mit der haben wir dann besprochen, was wir dort wollen, dass wir zur Schwertschule wollen. Und die hat uns auch verraten, dass wohl schon eine Gruppe hier war, vor uns, die danach gefragt hat. Aber sie hat dann gesagt, ja, natürlich können wir dahin. Und dann sind wir auch dorthin gefunden, haben eine Namenstafel gefunden, in welcher aber ein Loch war. Und das sah, glaube ich, für uns so aus, als wenn das weder mit einem Hammer reingeschlagen worden wäre, noch mit einem Meißel, noch irgendwie mit Säure, also irgendwie mit Magie, haben wir, glaube ich, herausgefunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, so habt ihr euch das gedacht zumindest. Genau. Dann dachten wir, naja, ist ja alles hier eingestürzt, fangen wir mal an zu graben. Und tatsächlich haben wir ein Kellergewölbe gefunden, das mit Zierschwertern der ehemaligen Schulleiter versehen war und ebenso eine Aufzeichnung vom 9. Effort 779 nach Bosbarans Fall, dass an diesem Tag der Schwertmeister Ernst Sehn von der Schule abgegangen ist, was für die Schule ein großer Verlust war. Und dass er vor 2 Wochen ein Duell auf einer großen Lichtung gegen einen verschleierten Weib gefochten hat. Soll das so heißen? Ein verschleiertes Weib, ja. Ja, doch, mal zu wissen, okay. Ist altaventurisch geschrieben, W-E-Y-B. Altaventur, Bosbaranisch quasi, okay, ich verstehe. Ja, genau. Und dass er einen Wandel in den letzten Tagen durchlebt hat, also immer noch in diesem Eintrag steht das, was wohl mit diesem Duell zu tun haben mag. Die Zierschwerter haben wir dann zur Stadtvögtin gebracht und diese hat uns eingeladen, dort zu nächtigen. Außerdem hatten Falion und Nasir auf dem Weg von der Schwertschule zur Stadtführung das Gefühl, dass wir verfolgt würden. Und um der Sache, die die Krone aufsetzen, haben wir dann nachts schlechte Träume gehabt, also zumindest Fianna und Nasir. Und das ist jetzt auch die Feststellung für den nächsten Morgen, den wir jetzt wohl angehen. Wir haben mies geschlafen. Ja, ihr habt nicht nur mies geschlafen, sondern ihr könnt direkt mal den das Würfeltool aufmachen und einmal jeder einen W3 würfeln. Ein W3, okay. Mhm. Also ihr beide, die ihr schlecht geträumt habt. Alle anderen dürfen normal regenerieren, falls sie das müssen. Und, Drei. Oh ja, ich sollte den vielleicht auch aufmachen, damit man das auch sehen kann. So, guck mal, da. 3, ja, 3 Schadenspunkte für Mishka. Beziehungsweise für Nasir. Mhm. Ja, und Fianna hat auch schwer geträumt, auch im W3. Ja, ich habe schon gedacht. Du hattest eine 2 gewürfelt. Okay, dann genau. 2 Schadenspunkte für Fianna. Mhm. Und, ihr erwacht aus diesen, Albtraum, dennoch relativ zeitgleich mit dem Aufgehen der Sonne. Und die Fensterläden eures Zimmers, die das euch zugewiesen sind, sind zugeschlagen natürlich. Dennoch bricht durch die Ritzen an den Seiten der Fenster morgendliches Licht bei euch ins Zimmer hinein und hüllt das ganze Zimmer in einer Art Zwielicht. Und als ihr die Augen aufschlagt, also euch beide wird allein der Augenaufschlag schon ein bisschen wehtun vielleicht. Irgendwie habt ihr Muskelschmerzen. Irgendwie ganz, als ob ihr wirklich eine ganz miese Nacht hinter euch habt. Während Jalte und Valion in ihren Betten liegen und relativ fröhlich und frohen Mutes aufstehen
Und schon ein bisschen den Kaffeeduft von vom Frühstück vielleicht in der Nase haben. Ah, was für eine herrliche Nacht. Ich fühle mich so erfrischt. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Ich weiß gar nicht, ihr hattet auch alle ein Einzelzimmer gehabt, ne? Ja. Ich rufe trotzdem mal guten Morgen durch den Flur. Na, einmal ein haltes quer über den Flur, guten Morgen. Ja, dieses schallende Guten Morgen, beziehungsweise die tiefe Stimme von Jalte holt mich wahrscheinlich aus diesen noch unklaren Gedanken raus. Ich drehe mich ein bisschen komme dann wackelig auf die Füße und stoße erstmal die Fensterleiden auf, um Priors Antlitz ins Zimmer zu lassen und die letzten Reste dieser Albträume zu vertreiben. Stütze ich mich auf die Fensterbank. Oh, Herr Aves, welchen Pfad schießt du mich hier? Und dann würde ich mich mal zum Gebet hinknien. Zum einen an meinen Leitstern sozusagen, oder mein Gott Aves, und natürlich auch an Frau Perreine, um mir diese Schmerzen zu nehmen. Dann würde ich auf jeden Fall mal einen Heilsegen sprechen. Da hat man ja keinen Wurf drauf, oder? Nee. Ja, dann kriegst du, glaube ich, ganz normal einen Lebenspunkt zurück. Genau. Für dann, einen paar Marken, ne? Oder? Genau, ein paar Marken, genau. Dann zur Wasserschale gehen, das Gesicht ordentlich auswaschen. Das hat die letzten Traumreste sozusagen aus mir verschwinden. Ich anziehen, richten und dann zumindest versuchen, ein nicht so ganz geknicktes Gesicht zu machen, wie die Nacht in mir hervorgerufen hat. Ja. Ja, du machst das Fenster so auf und hast einen wunderschönen Blick auf den Innenhof des Anwesens, wo auch schon geschäftiges Treiben ist. Es laufen sogar ein paar Hühner über den Hof, werden von so einem kleinen Jungen gejagt. Und du sagst quasi das Zimmer über so eine Art Schrägdach, das nach unten geht. Und du weißt vom letzten Tag noch, dass da unten wohl vor dem Gebäude, in dem er geschlafen hat, wohl die Scheune angegliedert ist. Und deswegen hörst du da auch jetzt ganz viel Mähen und Muhen von unten. Und da scheint schon geschäftiges Treiben zu sein. Ah, Herr Aves, du schickst mir immer die richtigen Zeichen. Genau, ein Glas Ziegen- oder Schafsmilch, um die Lebensgeister zu wecken, das ist eine gute Idee. Ja, wie ich mich an und mach mich los. Mhm. Wenn du dich anziehst, wirst du bemerken, dass ein Hemd von dir fehlt. Okay. Also wenn du nur eins hast, dann hast du jetzt keins mehr. Aber ich glaube, du hattest mehrere. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du ja mal in deinem Inventar nachgucken. Ja, nichts von Ersatzkleidung drin. Dann habe ich jetzt kein Hemd mehr. Ja, dann komme ich mit Umhang und Hut und Hose, aber ohne Hemd, den Gang entlang, beziehungsweise zum Frühstücksraum. Ja. Wenn Fianna aufwacht, weil Fianna, was hast du für Kleidung? So mit? Du müsstest ja als Magier mehrere Arten von Kleidung mithaben. Ja. Wie sieht denn Fiannas Klamotte aus, was sie so mit sich rumträgt? Im Moment hauptsächlich an, habe ich ja das Reisegewand der Magier. Und ich habe aber auch noch ein einfaches Baumwollkleid und einen Rock mit Bluse, so dass ich auch so ganz normale, einfache Klamotten habe. Dann wird der Rock fehlen. Hier. Was? Okay. Ja, wenn ich aufwache, wird mir das, glaube ich, zuerst noch nicht auffallen, weil der in meinem Reisegepäck drin ist und so. Ich werde. Ja, dann merkst du auf jeden Fall, dass dein Gepäck durchwühlt worden ist. Ja. Aber auch noch nicht sofort, glaube ich. Also wenn ich so überlege, wie du beschrieben hast, dass ich geschlafen habe, dann wache ich erstmal auf und muss mich erstmal strecken und auch tatsächlich auch erstmal irgendwie das Fenster aufmachen, ein bisschen Licht reinlassen, ein bisschen Luft reinlassen.
Und dann würde ich, glaube ich, tatsächlich so ein paar Übungen erstmal machen, um ein bisschen zu mir zu kommen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich stehe völlig neben mir und irgendwie so, ich würde mich einmal gut durchdehnen, auch irgendwie so ein paar Übungen machen, ein bisschen Konzentrations- und Atemsachen machen, erstmal, um überhaupt irgendwie erstmal klarzukommen. Und erst wenn ich daraus so langsam wieder hochkomme, merke ich irgendwie, dass meine Sachen durchwühlt sind und so. Und guck dann auch irgendwie, weil es alles durcheinander ist, wird dann irgendwie alles aus der Reisetasche, aus dem Rucksack rausnehmen. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand diesen Rucksack halt einmal umgestülpt und alles auf dem Boden verteilt. Ja, dann muss ich jetzt sowieso erstmal mich daneben setzen und alle Sachen ordentlich wieder falten und in den Rucksack tun und alles wieder vernünftig verstauen. Und dabei wird mir dann auffallen, dass der Rock fehlt, ja. Okay. Ja, das ist jetzt äußerst merkwürdig. Die Jalte tritt auf den Flur und sieht Nasir ohne Hemd da stehen und gegenüber von Jalte geht die Tür auf und eure Travia-Geweihte steht dir entgegen, irgendwie mit verschlafenem Blick. Und so kannst du an ihr vorbeigucken und auch bei ihr im Zimmer sieht es ziemlich wüst aus. Die Alte, war irgendjemand in meinem Zimmer heute Nacht? Keine Ahnung, ich habe ja nicht Wache gestanden, aber... Hä? Meine Sandalen sind weg. Guten Morgen! Guten Morgen, Valion. Hast du meine Sandalen, Valion? Ich meine nicht, dass ich sie bräuchte. Ich habe ja noch die Reisestiefel. Wir wollten ja ein bisschen weiter herumlaufen, aber... Nein, was soll ich mit deinen Sandalen? Die passen mir doch gar nicht. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. In der Tat wurde bei mir auch das Gepäck durchwühlt. Mein Hemd wurde entwendet. Was? Ja? Also, bei mir fehlt auch was. Morgen allerseits übrigens, mir ist ein Rock abhanden gekommen. Du trägst Röcke? Bis jetzt noch nicht, aber ich hab einen. Sie ist eine Hatte. Frau? Hatte. Hatte. Also, du bist jetzt nicht. Wie ist es bei dir, Jalte? Keine Ahnung, ich drehe mich nochmal fix um, geh mal in mein Zimmer. Ist da irgendwie was durcheinanderer, als ich das hinterlassen habe? Nö, bei dir ist alles in Ordnung. Nö, hat sich bei mir wahrscheinlich nicht reingetraut. Vielleicht hat der Abdul ja wieder einer seiner Anfälle. Abdul mit so mit Rock, Hemd und Sandal. Nein. Gut, dann wird man euch ein Gemeinschaftssaal ein großes und großzügiges Frühstück kredenzen, aber eure Klamotten scheinen dann nicht mehr aufzutauchen. Ich sag euch, wenn ich den erwische, dann kriegt der das Fressbrett poliert. Echt. Ja. Wir müssen erstmal wissen, wer es ist. Keiner beklaut meine Mannschaft. Deine Mannschaft. Okay, ja, finde ich gut. Geht ja, schon mal. Phileas und guckt so skeptisch den Tisch herüber. Hä? Was seid ihr für schlecht gelaunt? Natürlich seid ihr meine Mannschaft. Ihr gehört doch dazu. Hä? Ja, gut. Mit dir deine Mannschaft. Ja, natürlich. Was redet ihr? Nein, Moment. Shaya, Fianna, wäre das in Ordnung, wenn ich euer Zimmer kurz betrete? Ich würde mir einfach mal anschauen, vielleicht finde ich irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen den drei Zimmern, die bitte auf die Personen hinschließen, dass vielleicht Haare, ich gucke mir jetzt mal Haarfarben, Haarlängen der beiden Damen an. Mhm. Na, Shaya hat, weiß ich gar nicht, was hatte sie für ein, eigentlich auch irgendwie so braun-kastanienfarben sein, genau, als Tragergewalt, oder? Ja, er hatte auch, glaube ich, keine roten Haare. Das war Levia, die roten Haare hatte. Sie ist doch, hat rote Haare. Die Shaya.
Okay. Ja, dann mache ich mich mal. Dann mach doch mal eine Sinnesschärfenprobe. Mhm. Wenn du die Zimmer durchsuchst. Genau. Und gucke halt da, wie gesagt, nach Haaren, ja, vielleicht irgendwelchen Fußabdrücken aus Schlamm, keine Ahnung. Irgendwas, was hier auffällig sein könnte. Irgendwie ist die Reaktionszeit des Bots heute ziemlich langsam. Ja, das passiert manchmal. Mhm, okay, hat schon nie. Ich hatte das schon ein paar Mal. Ich role mal für dich. Spiele im Moment zu viele. Ja. Auch mich mag er nicht. Tja. Zur Not nimm Würfel für. Ach, guck mal, da kommt er. Ah, nimm deinen oder meinen Wurf, kannst du dir aussuchen. Es gibt sich nicht. Ja, nehmen wir meinen. Der ist niedriger. Okay. Jetzt muss ich auch mal gerade nachschauen. So eine Scherbe. Na, das ist super ausgeglichen. Da habe ich 4 QS. Okay. Ja, du suchst irgendwie nach Schlammspuren oder so. Haaren. Nach Haaren, sowas kannst du nicht finden. Allerdings findest du bei dir im Zimmer ein Stofffetzen, so ein Stoffrest an so einem Nagel, der am Fensterbrett ist. Draußen. Den nach draußen führt oder nach drinnen, je nachdem. Wahrscheinlich die Farbstoff ist genau derselbe von deinem Hemd, was fehlt. Und denke mal, dass dann der Übeltäter wohl aus dem Fenster heraus ist. Und bei Fianna im Zimmer findest du, wenn du es richtig durchsuchst, was auffällig ist, ist, dass das Schwert von Fianna, was sie noch hier stehen hat, normalerweise ja auch sehr gut verstaut. Allerdings liegt das auf so einer Kommode gerade, hat Fianna eben gar nicht richtig drauf geachtet wahrscheinlich, und ist so halb aus der Schwertscheide gezogen. So, als wenn es jemand betrachtet hätte? Genau. Jetzt ist jemand hier danach im Schwert sucht. Ja, und dann bei Shaya im Zimmer findest du nichts weiter vom Belang. Ja, dann gucke ich mal aus meinem Zimmerfenster raus, wo man da hätte nach oben krabbeln können, beziehungsweise vielleicht nach unten springen können, übers Dach. Hast wie, gesagt, also das, wie gesagt, das Fenster geht irgendwie quasi, ist ja, unter euch ist quasi der Stall mit so einem Schrägdach. Das heißt, du könntest aus dem Fenster auf das Stalldach und dann sogar die ganze Mauer ablaufen, die ganzen Fenster ablaufen und Wir sind alle auf einer Seite da. Genau, also alle Zimmer, die wo was fehlt, sind auf der Seite mit dem Stall. Aber das müsste heißen, er musste irgendwie über den Gang, obwohl er kann ja auch von außen, ja. Das heißt, die Fensterläden und so waren nicht verriegelt von innen. Fensterläden waren zumindest, bist du dir sicher, dass dein Fensterladen von innen verriegelt war? Seltsam. Naja, gut. Dann gehe ich mal runter zum Frühstückstisch. Ich habe eine seltsame Entdeckung gemacht. Besonders bei dir, Fianna, im Zimmer. Erst wurde ich die Fenster rein und raus über das Vordach. Bei mir habe ich ein Stück von meinem Fetzen von meinem Hemd gefunden, am Nagel. Aber hast du dein Schwert auf deine Kommode gelegt? Und es halb aus der Scheide gezogen, dort platziert. Das heißt, irgendjemand hat dein Schwert überprüft oder irgendjemand ist auf der Suche nach irgendeinem bestimmten Schwert. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand von Beons Mannschaft so leise gewesen wäre, dass er nachts hätte bei uns einbrechen können. Es sei denn, er hat einen speziellen Streuner dabei. Aber nicht so ungut, Alter, das traue ich Torvalan jetzt nicht allzu zu. Was soll das denn heißen? Mein Drei. Also ganz ehrlich, streunen können wir auch nicht besonders gut. Ich schon, leise. Alles. Leise irgendwo einbrechen? Ja.
Aber es macht mich jetzt doch ein bisschen nervös. Ich stürme dann jetzt doch nach oben, weil ich tatsächlich etwas Schwerter gar nicht geachtet habe. Mhm. Und nehme das aus der Scheide raus, gucke mir das so mal genau an und so und guck, ob da wirklich nicht irgendwie auch nicht ein Steinchen fehlt. Das war ja so schön verziert und so auch alles. Und, Nee, ist alles noch so. Also, bis auf, also, na, sie hat es vielleicht wieder so hingelegt, wie es vorgefunden hat oder wieder reingeschoben, weiß ich nicht. Nee, ist genauso wieder hingelegt. Dann ist es halt so halb aus der Scheide gezogen, liegt es dann noch auf der Kommode. Du weißt aber, dass du es eigentlich neben das Bett gestellt hast gestern. Ja, dann verstaue ich es jetzt auch wieder bei meinen Sachen. Binde das so ein bisschen am Rucksack fest, irgendwie, dann, um das irgendwie nur und legt da irgendwie noch so halb eine Decke drüber, damit man es nicht sieht. Hm. Aber irgendwie muss ich ja meine Sachen im Zimmer auch lassen können, irgendwie, ne? So zumindest für die Zeit des Frühstücks noch, aber so richtig geheuer ist mir das nicht. Ja. Aber dann gehe ich wieder runter. Ja, Oben Volker meint währenddessen irgendwie zu Nasir, ob, kann ich dir ein Hemd leihen, Nasir? Das sieht ja grausam aus mit der Hühnerbrust da. Schaut sie halt rüber. Mal wieder Oben Volker an. Ich glaube, dein Hemd würde mir als Nachthemd gereichen. Ich kann ja mal die Vögtin fragen, ob sie nicht etwas in der Kleiderkammer hat in meiner Größe. Hm. Ja, wie du meinst, war nur ein Angebot. Besser ein Zumal Nachthemd als gar kein Hemd. Ja, danke. Zumal ja auch ihre ihr Machen das Versäumnis gemacht haben, nicht zu wachen. Ja, dann würde ich mal zur Vögtin gehen. Ich weiß nicht, ob die auch am Frühstückstisch ist, mhm, oder. Ja, die ist auch da und ist auch sehr besorgt, irgendwie, weil ihr erzählt habt, dass euch was abhanden gekommen ist. Ja. Ja, hat auch sofort Leute ausgeschickt, irgendwie das Personal zu befragen. Ja. Hat dann meinen Umhang vorne so ein bisschen zu, verbeug mich. Frau Vögtin, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist in einige unserer Zimmer heute Nacht eingebrochen worden. Ja, ich bin untröstlich. Wie kann das passieren? Habe Spuren zum Vordach über dem Stall verfolgt. Dort ist der Einbrecher wohl von Zimmer zu Zimmer gegangen und hat wohl irgendwelche, das ist eine gute Frage, ein Schwert gesucht, da das Schwert von Frau Steinhauer an einem anderen Platz ist und so wie es aussieht, begutachtet wurde. Hm. Und ja, dann sollten wir uns den Stall nochmal ansehen. Ja, dann öffne ich halt den Umhang und. Gerfrot! Gerfrot! Nimm mal zwei deiner Wachen und durchsuche den Stall. Hä, wieso sollen wir den Stall durchsuchen? Frag nicht so blöd, durchsuch den Stall! Hier liegt der Stroh rum. Ja, gut. Ja, ich würde mal Umhang vorne öffnen und sagen, und mir ist leider mein einziges Hemd abhanden gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr welches noch eins in der Kleiderkammer hättet, was ihr mir leihen könnt. Ein Hemd von mir? Guckt so an sich runter. Nein! Von irgendeinem Bediensteten, ist egal von wem, nur ein männliches Hemd in meiner Größe. Muss nichts Prunkvolles sein. Das kriegen wir wohl irgendwie hin, ja. Dass wir euch ein Hemd organisieren, das ist das Mindeste, was ich tun kann, wenn euch was abhanden gekommen ist, ja. Schickt wieder irgendwelche Diener, die kommen dann irgendwie nach ein paar Minuten wieder und bringen dir ein Hemd. Jetzt nicht von der Qualität von dem, was du hattest, aber besser als gar keins. Ich glaube, ich hatte ein einfaches Leinenhemd. Ja, ist wahrscheinlich dann ein Baumwollhemd eher. Mhm. Ja, Leinenhemd, genau. Ja, dann verbeuge ich mich. Danke für eure Hilfe und ja, wieder mein Platz. Es war's. Ja, und dann kommen nach ein paar Minuten, wenn ihr da weiter esst, kommen die Wachen, die sie ausgeschickt haben, wieder und meinen so, im Stall ist völlige Unordnung irgendwie, die Tiere sind total unruhig, wir können uns das nicht erklären. Die sind sonst nicht so, wie heißen diese Leute, der Stallbursche. Schau ich mal Fjerner an. Sollen wir uns das mal angehen, mal Fjerner? Anschauen gehen?
sollten wir, ja. Ja, dann los. Dann geht der runter in den Stall. Und vor dem Stall ist schon so ein nervöser Stallbursche, so ein vielleicht gerade 16 Jahre alter Junge in halbwegs abgeheiflerten Klamotten, so irgendwie von der Arbeit gezeichnet mit mehreren Flicken drauf und so. Und hält so eine Mistgabel in der Hand und meint so: Was haben die heute Nacht mit dem Stall gemacht? Fürchterlich, das ist die ganze Arbeit, wer soll die denn erledigen? Was ist denn genau geschehen? Schaut es euch doch selber an. Zurück zu das Tor auf. Und du siehst dann irgendwie die ganzen Heuballen, alle zerrupft und überall ist alles durcheinander und die Tiere sind auch irgendwie in verschiedenen, also die Boxen sind aufgemacht von den Tieren und die sind, laufen halt im Stall irgendwie frei rum. Man hat die inzwischen wieder eingefangen und so, also man sieht halt so mehrere Leute, die da gerade hin und her laufen und versuchen, die Schweine einzufangen. Sieht es auch so aus, als wenn die Boxen von den Tieren irgendwie, als wenn da das Heu durchwühlt worden wäre? Ja, überall. Oder? Also es ist alles durcheinander. Was meint ihr, Fiona? Sieht so aus, als hätte jemand etwas gesucht. Die Nadel im Heuhaufen. Definitiv aus, als hätte jemand was gesucht. Da ist jemand geflogen, ja. Würde ich sagen. Upsi. Da ist er wieder. Also wieder. Sorry, ja, nicht weg. Happens. Ja. Ja, das sieht definitiv aus, als wäre hier was durchsucht worden. Allerdings, was sucht man denn in so einem Stall? Ich behaupte einfach mal grundlegend, dass der, was auch immer, der Dieb oder dass der Dieb wohl irgendeine Art von Schwert gesucht hat und gedacht hat, vielleicht ist es im Stall versteckt. Schau mich mal, ist eine Wache mit uns hergekommen? Ja, die laufen mit euch her. Gibt es andere Informationen aus dem Schloss, dass andere Räume durchsucht wurden? Nein. Irgendwo Unordnung herstellen, nicht in Lagerräumen? Nicht, dass wir wüssten, nein. Stehen Pferde von uns im Stall? Hattet ihr Pferde? Ich glaube schon, ne? Ja. Hm. Ja, dann waren die wohl auch in dem Stall untergebracht. Dann ist das wahrscheinlich. Ich schau mich an, dann denkt die Person vielleicht, wir hätten Silberflamme bereits gefunden und trügen es erst mit uns. Muss wohl so sein, aber was heißt das denn für uns? Also, ich meine, wer wird denn außer uns noch hinter Silberflamme ja sein, hinter diesem Schwert. Das ist ja nun direkter, ja eben, das ist ja direkt der Auftrag unserer Queste. Also das bedeutet zumindest, obwohl er so viel Vorsprung hat, hat er das Schwert anscheinend noch nicht gefunden. Wer macht denn sowas? Der Junge neben euch. Oder gibt es vielleicht eine dritte Partei? Aber ist nicht schwer. Ich glaube nicht, dass Bull. Würde Beorn so heimlich-torig vorgehen? Ich würde mir eher vorstellen, dass ein Torwaller uns einfach überfallen würde. Wenn er denkt, wir hätten das Schwert. Weiß ich nicht. Aber wer sagt denn, dass er nicht seine Methoden geändert hat oder irgendwie versucht, anders vorzugehen? Das sind im Moment ja einfach nur alles theoretische Fragen, die wir uns stellen. Fällt mir gerade ein. Wo hatte bei der da war ich gar nicht dabei, für der Verkündung der Wettgefahrt. Ich hab keine Ahnung. Er darf uns zwar behindern, aber er darf uns ja keine Gewalt antun in dieser Wettfahrt. Also, ich denke, das hat auch was mit Regelgetreu zu tun. Tiet, in der Tat. Hm.
Irgendetwas übersehen. Ich weiß nur nicht, was. Inwiefern? Also ich meine, hier ist alles durchsucht. Die haben anscheinend das Schwert gesucht. Der Einzige, der uns einfällt, der da ein Interesse dran haben könnte, kann eigentlich nur Beorn sein. Was glaubst du, was wir übersehen? Was sagt dir dein Gefühl? Schau mal, die Wachen, sind die Mauern untersucht worden, ob es irgendwo Spuren von Enterhaken gibt, dass jemand über die Mauer gekrabbelt ist nachts, oder kam der Eindringling aus dem Schloss? Nein, noch nicht, aber das können wir ja mal machen. Sollen wir? Ja, ja, okay, gehen wir jetzt schnell. Oh. Oh, die ganze Mauer. Mhm. Ja, du, aber was ja anscheinend passiert ist, ist, dass Beorn diesen Turm dich aufgesucht hat, an dem wir gestern waren, ne? Weil wir waren doch die Ersten, die da durch diese Kellertreppe durchgegangen ist. Das konnte man ja irgendwie sehen, dass die zugemauert war irgendwie und dass man da erst nicht rein konnte. Das heißt, vielleicht hat er gedacht, oh Mist, den Turm habe ich übersehen, vielleicht haben sie es da gefunden. Ja, also er hat das Kellergewölbe übersehen. An dem Turm könnte er gewesen sein, ob der Loch in der Steinplatte. Das stimmt, ja. Ja, mal gucken, was die Wachen rausfinden. Was anderes fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Aber was haben wir denn sonst jetzt für Anhaltspunkte, wo wir unsere Quest weiterführen? Auch ob wir jetzt diesen Dieb finden oder nicht. Ich meine, unterm Strich können wir einen Rock, ein paar Sandalen und ein Hemd verkraften. Im Prinzip ja. Also unsere Spur führte uns doch weiter, dass der Schwertmeister die Stadt verlassen hat und dass er sich nach dem Kampf gegen das verschleierte Weib, wer auch immer das war, verändert hätte und dass er deswegen auch gegen musste, gegangen ist, weiß ich nicht mehr. Ja, gut, dann lass uns mal wieder reingehen und beratschlagen, wie wir jetzt weitermachen. Hm, geht ihr wieder rein? Mhm. Gut. Okay. Sagen den Wachen Bescheid, dass wir dann drin zu finden sind. Mhm. Damit sie da Rapport abgeben können. Okay. Ja, die kommen dann nach einer Zeit auch rein und sagen irgendwie, dass sie keine Spuren gefunden hätten. Von Enterhaken oder sonstigen. Hatten sich denn andere Gäste zur Zeit auf dem Schloss auf? Nein. Ihr seid die Einzigen. Also meine erste Idee wäre, jetzt die Lichtung aufzusuchen, an der vor Jahren der Kampf des Schwertmeisters, das große Duell hier stattgefunden hat. Mhm. Wo das, was war das, Erfahrt 779 oder was. Genau. Da haben wir ja gestern, also beim letzten Mal gelernt, dass es da jetzt ein Bauernhof steht, aber diese Lichtung ist wohl bekannt, also man weiß wohl, wo das gewesen ist. Das wäre schon mal spannend, irgendwie rauszukriegen, weil wenn er da nämlich die verschleierte Frau besiegt hat, er hat ja schon mal einen verschleierten Kameraden, der wenige Rauchi besiegt und danach gab es da einen Geist, vielleicht gibt es ja da auch was, vielleicht können wir einfach mal beim Bauernhof fragen. Mhm. Passable Idee. Okay. Ja, als ihr gerade am Aufbrechen seid, kommt noch mal einer der Wachen rein und hat so eine andere Wache am Schlawittchen und geht so zu der Vögtin. Rondran möchte euch etwas beichten und schubst ihn so nach vorne. Man merkt so auf Distanz, dass der ziemlich nach Wein stinkt. Hm.
Ich bin heute Nacht irgendwie eingeschlafen bei der Wache. Er hat das Tor aufgelassen. Tja. Kein Wunder, wenn jemand hereingekommen ist. Ah, deswegen haben wir auch keine Spuren gefunden von irgendwelchem Kletterzeug. Seltsam, dass drei Leuten jeweils ein Kleidungsstück gestohlen wurde. Was anderes. Mhm. Warum nicht von einem gleich alles drei? Das wäre auch viel weniger Aufwand. Vielleicht befragen wir noch mal ein paar Bedienstete hier, ob sie irgendwas gesehen haben, wenn wir jetzt, wo wir wissen, dass jemand reingekommen sein muss. Dann gehen die Wachen wieder raus. Schon eigenartig. Wer bricht denn in ein Schloss ein und klaut einen Rock, ein Hemd und Schuhe? Jemand, der keine Kleidung hat, behaupte ich mal. Aber man kann Kleidung doch sicher einfacher als in einem Schloss klauen. Also, das verstehe ich alles nicht. Und macht dann auch noch den Stall durcheinander. Da, zweifelsfrei hat die Person noch irgendetwas gesucht. In einem Stall? Überall, wo die Reisenden, die ja auch durchsucht wurden, in dem Fall wir etwas verstecken könnten. Sehr unwahrscheinlich, dass wir in den Gemächern der Hörzägung was verstecken würden. Ja, aber wenn sie es bei uns gesucht hätten, hätten sie doch alle Zimmer durchsucht. Das verstehe ich. Und in Phileas Zimmer vielleicht sogar zuerst. Es waren allerdings, ich schaue mich mal in der Gruppe um, entweder diejenigen, die Magie wirken, nein, auch nicht. Vor allem das Zimmer wurde auch nicht gesucht. Ne. Und Abduls Zimmer auch nicht. Na, da würde ich aber auch nur reingehen, wenn man mich zwänge. Verstehe. Naja. Können wir jetzt mal weitermachen? Wir haben eine Wertfahrt zu gewinnen. Gut, euer Plan ist es also zum Duellplatz zu gehen. Dann packt ihr eure Sachen und brecht auf zum Duellplatz. Und ja, der ist ja etwas außerhalb der Stadt. Dieser Duellplatz liegt irgendwie an einem kleinen Wäldchen gelegen, auf einer kleinen Lichtung. Hier könnt ihr mal schauen, was ihr hier findet. Und man sieht, dass das Ganze recht verwittert ist und diesen Platz wohl lange keiner mehr benutzt hat. Was man wohl sehen kann, sind mehrere Steine, die hier, also ziemlich große Brocken, die hier rumliegen, so verteilt auf dem Platz. So, nach was sucht ihr jetzt hier? Ich dachte, da wohnt noch jemand. Ja, das ist so eine kleine heruntergekommene Hütte. Wo allerdings auch die Dachladen schon irgendwie so aus den Angeln sind und die Tür irgendwie gibt es nicht mehr. Angeblich soll es hier spuken, hat man euch gesagt. Aha, genau. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo hier eingeritzte Zeichen, wie wir sie in Valusa gesehen haben. Ja,
Ja, ich gucke mir das mal alles ganz genau an. Die Hütte und auch die Umgebung da. Ich laufe da überall mal rum, suche das ab. Mhm. Mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Erschwert um 1. Und ich möchte währenddessen das Lied Odem Arcanum lassen. Mhm. Was möchtest du dir damit angucken? Also erstmal natürlich würfeln, klar. Ja, ob an diesem Ort noch irgendwelche Magie vorhanden ist. Mhm. Nur gerade welche. Das geht in der 5. Edition also nicht mehr mit einem Odem. Dafür brauchst du einen Oculus Astralis. Ein eigener Zauber. Ich hätte 2 QS über. So, was mache ich in 5 dann mit dem Modem? Du kannst damit, mach einfach mal. Ja, doch. Dann... Dann wird das 3 Qualitätsstufen. Mhm. Moment, sagt dir gleich, was er jetzt macht. Oh, der Mekanum. So. Dieser Zauberspruch lässt sich aktives magisches Wirken auf Gegenständen und Personen erkennen. Welchen Gegenstand möchtest du denn angucken? Tim, ja, halt diesen Kampfplatz. Das ist ja kein Gegenstand, das ist ein Ort. Ja. Insofern bringt das auch nichts dann. Hm. Dann könntest du, wenn mit 3 QS die Fertigkeitsprobe einer magischen Analyse des Objektes um einen erleichtert. Das bringt mir noch weniger, dann das ist nichts, was Elfen haben. Also lasse ich den Zauber. Na, der hat sich einiges geändert hier. In der 5. Aber du kannst ihn natürlich zum Oculus Astralis machen, wenn es das ist, was du machen wolltest. Kannst du dann zwischen den Runden mal umstrukturieren. So. Können ja mal annehmen, dass du den Oculus Astralis B machen wolltest. Der geht auf Klug, Innie, Charisma. Auf was ging der andere? Mut, Klugheit, Intuition. Ja, dann nimm doch deinen Mutwert einfach mal und vergleich den mal mit deinem Charisma und dann kannst du mal gucken, wie viel Ast du da jetzt überhattest. Ja, noch mehr überhaben kann ich nicht, dafür habe ich jetzt gut gewürfelt. Okay. Dann. Aber ja, sonst wäre mein Charisma-Wert besser. Okay, das dauert 2 Aktionen und der Ding dauert jetzt 12 Minuten an. Du kannst jetzt 12 Minuten rumgehen und hast astrale Wahrnehmung. Du kannst ja, unsichtbar verborgene Dinge, Personen erkennen. Ja. Kannst dich auch im Limbus orientieren damit. Dann schaue ich mich da halt mal in Ruhe um, während Fiana halt so auf dem, auf derischen Wege sich umschaut. Okay. So, Fiana hatte 2 QS und du findest eine Steinplatte, die unter so Moosgras sich befindet. Muss das Moos ein bisschen abkratzen und siehst dann auch, dass auf die Steintafel etwas eingeritzt ist. Unter Steinen ruht der Totenstaub. Jungen Kriegern soll er Mahnung sein, so eilet weiter. Müde Wandersleut. Schlafes Bruder wacht. Bei diesem Stein.
Und unter dem Text ist ein Wolfskopf eingeritzt. Das scheint hier die Stätte zu sein, wo die Asche begraben wurde von der Duellgegnerin. Mit einer Warnung versehen der Wolfsschule. Dann scheint sie doch hier aber zur Ruhe gebettet worden zu sein. Und trotzdem hören wir die Gerüchte davon, dass es hier spuken soll auf der Lichtung. Mhm. Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei verschleierte Gegner den Erbsen aufsuchen, ihn zum Duell fordern, mit ihm kämpfen und bei Verlust zu Staub zerfallen? Da muss es doch eine Verbindung geben. Die scheinen hinter dem gleichen Jahr gewesen zu sein, oder? Also irgendwie wäre mir das zu viel Zufall, um nicht zusammenzuhängen. Ja, zumindest müssen sie von der gleichen Art gewesen sein, wenn sie beide zu Staub zerfallen sind. Das meine ich, genau. Silberflamme führt dazu, dass ein getroffener Gegner zu Staub zerfällt. Wir wissen doch bereits, dass noch jemand außer dem, der in Valusa starb, hinter Ermsen hinterher war. Ja. Und scheint dann hier ihr Ende gefunden zu haben. Ist halt die Frage, ob er noch weiterverfolgt wurde oder zumindest glaubte, dass er noch weiterverfolgt wurde, weil er danach diesen Ort verlassen hat. Die Schule zurückgelassen hat, die er sich hier mühsam aufgebaut hat. Ob wir vielleicht auch an dieser Stelle die Möglichkeit finden, mit dem Geist zu sprechen? Möglich. Jetzt gerade weilt auf jeden Fall kein Geist hier. Nein, du siehst keinerlei Magie hier. Also Fianna strahlt etwas Magie aus, aber sonst das ist schon, das hätte ich schon was gesagt. Keine Magie anwesend. Außer uns beiden ist nichts Magisches derzeit hier. Naja, und du. Was machen denn Yalte und Nasir, während Fianna und Valion sich da so umgucken? Sollen wir uns mal das Haus genauer anschauen, Yalte? Was können wir machen? Ja. Okay. Schaut ihr euch das Haus an? Wie gesagt, ein verfallenes, altes, so eine Art Bauernhaus wird es wahrscheinlich sein. Sieht nicht mehr ganz so sicher aus, sage ich mal. Also wahrscheinlich stark einsturzgefährdet. Mhm. Und mach doch mal eine Sinnesschärfenprobe plus 2. Also erschwert um 2. Mhm. Minus 2 wäre es in dieser 5, plus 2 in dieser 4. Eieiei, kompliziert. Ja. Erschwert um 2 macht es einfacher. Boah, aber sowas von daneben. Leck mich fü. Ja. Zeit für einen Schicksalspunkt, würde ich sagen. Wenn du was... Ach so, ja. Oder nicht, ist deine Sache. Ja, kann man ja mal machen. Ich sowieso, glaube ich, zwei Qualitätsstufen bei Yalte. Macht's nicht viel besser. Oh, ne, warte mal. Ja, auch zwei Kurs. Okay. Dann findet ihr eine Stelle in dem Haus, die so, wo das Haus nicht ganz so verrottet heruntergekommen ist. So als ob da jemand halt übernachtet hätte oder so.
Allerdings kein Schlafstand oder so, einfach nur eine Ecke, wo der so unrat und so ein bisschen aufgeräumter aussieht, wo kein Moos wächst und quasi so ein bisschen, wo es sauber gemacht ist. Ja. Und tatsächlich auch vor sehr kurzem, ja, also quasi letzte Nacht? Ja, das kann man schwer sagen, irgendwie. Das ist halt schon was länger her, also es liegt auch Staub da irgendwie drauf oder so, aber es ist halt irgendwie, als ob da irgendwie, ja, das, diese Ecke sieht halt irgendwie anders aus als der Rest vom Haus. Schauen wir uns das mal an. Oder, Jelte? Ja, mehr ist da aber auch nicht und so. Dann in der Ecke, wo aufgeräumt wurde, sind nicht irgendwelche Kleidungsreste, nein. Haarreste, nein. Gegenstände. Abdrücke auf dem Boden, hat jemand gesessen, hat jemand gegraben, also... Keine Fußabdrücke, keine sonst irgendwas zu sehen. Ich hau mal in der Ecke, wo... Du findest wohl, wenn du drauf achtest, irgendwie auf Fußabdrücke, so, dass wohl irgendwie mehrere Fußabdrücke von schweren Stiefeln am Eingang zu sehen sind, im Lehmboden noch gut erkennlich, erkennbar. Und dann sieht man, wie derjenige oder diejenige halt auf dem Absatz kehrt gemacht hat und sofort wieder rausgelaufen ist. Und dann auch die Schrittfolge halt sehr beschleunigt ist. Aha. Als wenn sie weggelaufen wären für irgendwas. Genau. Wie gesagt, in der Ecke, wo das weg ist und wieder stehen, gucke ich mal einfach nach oben. Aus Reflex. Ja. Nachthimmel, also Tageshimmel. Nicht Nachthimmel. Da ist ein Loch in der Decke. Von daher kommt es dir komisch vor, weil wenn sich hier jemand niedergelassen hat und hier gelebt hat oder so, warum dann nicht an der Ecke, wo das Dach im Heil ist? Weil dann er wollte den Sternenhimmel sehen. Ja. Und bei Regen ja nicht ganz so toll. Das ist richtig, aber ich überlege mal, ich sollte mal Valion fragen. Aber wenn es ein Elf wäre, hätte sich ja draußen in einem Baum niedergelassen. Warum hier im Haus? Gut, Fianna weist die anderen auf den Stein hin. Und als sie aus dem Haus herauskommt, hört ihr sie schon rufen, hier ist so ein Stein. Und dann mit der Inschrift. Dauert mein Zauber noch an? Ja, 12 Minuten. Wenn du möchtest ihn aufheben, dann nicht. Ja, dann hebe ich mal auf, damit ich wieder aufs Normal sehen kann. Also du switcht quasi deine Wahrnehmung quasi von diesseitiger Wahrnehmung auf jenseitige Wahrnehmung um mit dem Zauber. Genau. Das wäre jetzt ein bisschen unpraktisch dann. Ja. Was hast du denn da gefunden? Na, hier den Stein. Anscheinend ist hier die Asche bestattet worden von der Kriegerin, die Ernsten verfolgt hat. Und die von der Fechtschule haben hier anscheinend eine Warnung hinzugefügt. Und was für eine Warnung? Ja, Spielleiter, lies nochmal vor, ich hab's nicht mitgeschrieben. Unter den Steinen ruht der Totenstaub. Jungen Kriegern soll Ermahnung sein. So eilet weiter, müde Wandersleut. Schlaf ist Bruder, wacht bei diesem Stein. Oder versteht ihr Menschen etwas anderes darunter unter dem Bruder des Schlafes? Entschuldigung, nochmal. Ich habe es gerade den Anfang akustisch nicht richtig verstanden.
sagte, ein Traum? Oder versteht ihr Menschen etwas anderes unter dem Bruder des Schlafes? Ich weiß nicht, was der Bruder des Schlafes sein soll. Wie kommst du auf Traum? Die Alte, ist der verrückt geworden? Der Schlaf hat doch keinen Bruder. Ach, der ist 11. Der redet doch schon die ganze Zeit. Nein, ich meine den, der das da reingeritzt hat. Ach so. Ja, ich meine, der hat ja auch Dinge in den Stein geritzt. Ja, das kann ich ja nachvollziehen. Echt? Ja, Heldengeschichten oder so schritzt man auch gern mal in den Stein. Ja, hab ich schon öfter gesehen. Ja, okay. Aber das ist doch keine Heldengeschichte, oder? Nö. Schlafend oder auch wach können Träume zu dir kommen. Daher dachte ich an einen Traum. Hä? Also ich verstehe tatsächlich auch immer noch nicht den Zusammenhang, wie du bei Bruder des Schlafes so auf Traum kommst, aber habe ich euch eigentlich vorhin beim Frühstück erzählt, was ich für einen Scheiß geträumt habe letzte Nacht? Nein. Nein. Hast du geträumt, jemand klaut deinen Rock? Nein, das wäre ja noch verhältnismäßig harmlos gewesen. Ich habe ja zum Glück noch was anderes zum Anziehen, aber ich meine, es ist trotzdem ärgerlich. Aber nein, ich habe was viel Schlimmeres geträumt. Komm zum Punkt. Ich hab geträumt, dass ich nicht atmen konnte. Als würde so ein großer, schwerer Stein auf meiner Brust liegen. Und irgendwie habe ich hochgeguckt und ich habe gesehen, dass da eine Person im Schneidersitz auf meiner Brust sitzt. Und irgendwie waren da so Schatten und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich ersticke. Ich habe überhaupt keine Luft mehr gekriegt. Und dann habe ich Golgaris Schwingen gehört. Was auch immer mir das sagen wollte, aber mir tat heute Morgen alles weh. Ich habe so bekloppt geschlafen, das glaubt ihr gar nicht. Hat vielleicht heute Nacht wirklich einer versucht, dich umzubringen? Naja, jetzt wo ich weiß, dass auch noch tatsächlich jemand bei mir einer im Zimmer war und Sachen umgeräumt hat und ich das nicht gehört habe, wer weiß, vielleicht saß heute Nacht jemand auf mir rum. Träume können realer sein als die Wirklichkeit. Also, ich will ja hier keine Verschwörungstheorien in die Welt schleudern, ja. Aber kann es nicht vielleicht sein, dass wenn dieses Schwert immer noch nicht aufgetaucht ist, diese Beni-Gedönstypen, Girocci, ja, meinetwegen, vielleicht sich an unsere Fersen geheftet haben? Meinst du, die gibt's Ralf noch? Ralf zieht seinen Skraja und guckt sich um. Aber meinst du, die gibt's noch? Ich meine, das mit Erm Sand ist ja schon eine ganze Weile her, ne? Wir reden hier ja von 779. Das ist Paderia, ja. Keine Ahnung, wie lange das her ist in deiner Welt. Aber wahrscheinlich noch nicht lang genug, um irgendwelche Geheimbünde einfach zum Aufgeben zu bewegen. Die haben das ernst gemeint mit dem Schwert. Die sind in den Tod gegangen dafür. Du meinst, durch uns hätten sie dann eine neue Spur gefunden? Ich sag ja, nur mal, wie sagt man, angedacht. Es ist nicht völlig abwegig, wenn das irgendwie eine besondere Bedeutung für sie hat, dieses Schwert zu finden. Allerdings frage ich mich, warum sie dann gerade uns sind. Also ich meine, dann sind sie seit über 200 Jahren, fast 230 Jahren auf der Fährte dieses Schwerts und sagen sich, oh, da kommt eine Gruppe Abenteurer, die haben es bestimmt gefunden. Naja, wir sind ja jetzt auch nicht gerade schleichend vorgegangen, würde ich mal sagen. Wir fragen uns jetzt ziemlich durch die Weltgeschichte. Um mal Jaltes Aussage zu übernehmen. Nein, ich glaube nicht, dass sie dann die Spur hatten, sondern dann eher durch uns darauf gestoßen sind, dass das Schwert doch noch gefunden werden kann. Wenn dem denn so ist. Oder durch Beorn.
Oder ja. Ich Björn, ja. Oder Björns Truppe war heute Nacht bei uns in der Hütte. Ich denke, das hätten wir bemerkt. Hat er nicht sogar eine Magierin dabei? Ey, du hast überhaupt nicht gemerkt, dass irgendwer in der Hütte war. Wieso solltest du ausgerechnet Björn bemerkt haben? Riecht er irgendwie schlechter als alle anderen Einbrecher, oder was? Nein, aber Björn und seine Leute sind doch viel auffälliger, als wenn das nun eine weitere Fee gewesen wären. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwer war ja in die Hütte. Also wenn Björn bei uns einbricht, dann klaut er doch keine Rock. Ja, allerdings, das würde ich glaube ich auch über jeden anderen sagen, der bei uns einbricht. Und wenn es nun ein Wesen der Elemente war, wie du schon mal eins gerufen hat? Ein was? Einen Djinn, meint er. Ein was? Ja, genau, danke, Abdul. Einen Djinn. Ist das wieder so eine Dämonengrütze? Nein, ein Djinn ist kein Dämon. Sondern? Aber ein Djinn ist auch nicht dafür bekannt, dass er jetzt besonders schamhaft wäre. Und was ist ein Djinn? Laut. Du hast doch schon eine gesehen, diese Erdkreatur, die uns geholfen hat, den Kerl aus dem Gefängnis zu befreien. Ah. Und dann, also, der leider den Falschen aus dem Gefängnis geholt hat. Alles klar. Ein Djinn. Ich muss mal anfangen, mir sowas zu merken. Ist nicht so einfach. Das solltest du. Ich gebe mir Mühe. Wie schreibt man das? Abdul macht zu und dreht sich weg. Ignorant. Da will ich mal schreiben lernen. Adepter Steinhauer, vielleicht sagen Sie dem, wie das geschrieben wird. Es ist unter meiner Würde. Also ich freue mich sehr, dass du schreiben lernen möchtest, aber ich glaube, wir fangen mit einfacheren Worten an. Ich nehme mich aber gerne deine an. Du bekommst jetzt ein paar Zettel. Also ich mache dir was fertig, wo du Buchstaben üben kannst. Ja, gute Idee. Mach ich mal. Man soll ja dazulernen. Tja, dann steht ihr da um den Stein herum. Also, falls es hier auch einen Geist geben sollte, denke ich, wird er sich so wie der andere in der Nacht zeigen. Ich werde hier warten. Ich habe einfach eine Wettfahrt zu gewinnen. Was sollen wir denn schon wieder warten? Setz mich mit überkreuzten Beinen einfach auf den Boden. Leg meinen Bogen nämlich. Naja, aber welche Spur schlagt ihr denn sonst vor? Also ich meine, wir wissen sonst einfach gerade nicht, wo wir Ernsten weitersuchen sollen, weil niemand genau weiß, wo er hingegangen ist, nachdem er diesen Ort verlassen hat. Das wäre ja unsere Spur. Wir müssen weiter auf den Spuren von Ernsten folgen, um dahinter zu kommen, wo er dieses blöde Schwert gelassen hat. Aber... Vielleicht hat er es hier vergraben, unter dem Stein. Ich heb mal einfach den Stein hoch. Gute Idee. Warte, ich helf dir. Alles klar. Da steht drauf, dass da die Asche der Kriegerin, ihr wollt doch jetzt nicht die Totenruhe, dann haben wir gleich wirklich einen Geist am Arsch. Also. Wolltest du den Geist nicht sprechen? Ja, aber ich wollte jetzt nicht, dass der unbedingt jetzt sauer auf uns ist, weil wir sein Grab ausgebuddelt haben. Raluf guckt zu Nasir. Sollen wir? Dann ja, wird er bestimmt wütend sein. Oh, naja. Nasir ist der Priester. Wie würdest du reagieren, wenn jemand deine Totenruhe stört und dann noch... Das geht nicht, ja. Ich bin da meist Waffenier. Jemand in Swafnirs Hallen kommt und dann auch jemand, der nicht an Swafnir glaubt, sondern irgendjemand anderes, im schlimmsten Fall ein Novadi. Hau ich ein paar auf den Kopf! Genau, da gibt's das, was in Swafnirs Hallen immer gibt: Schlägerei! Und du willst dann auf einen Geist einschlagen. Ich kann es versuchen. Ja.
Es wird sehr interessant, wenn deine Waffe da durch ihn gleitet und der Geist aber trotzdem... Welche Waffe bei einer Schlägerin? Was bist du denn für ein unfairer Prügler? Man benutzt doch in der Schlägerei keine Waffen. Das macht man so wahrscheinlich bei den Elfen. Ob du nur eine Waffe oder eine Faust benutzt, das ist gegenüber dem Geist völlig egal. Na gut, überzeugt. Aber guck mal, der ist doch genauso groß wie so ein Schwert. Das passt schon gut da rein. Echt? Ich guck mir das mal genau an. Na, ist halt schon ziemlich groß. Könnte man schon ein Schwert drunter legen. Je nachdem, wie so groß das Schwert aber ist. Er ist jetzt nicht irgendwie so länglich, sodass er quasi... Und dann, okay. Wäre jetzt witzig gewesen. Die 12 auch mit dir, Mari. So, 7-1. Ja, und nu? Mama. Ich glaube, wir haben nicht groß eine andere Wahl, als hier zu warten und einfach zu gucken, ob wir den Geist treffen. Ich würde das auch gerne wissen. Ich würde den gerne befragen oder sie gerne befragen. Und dann. Abdul setzt sich im Schneidersitz neben Valio. Ich tippe den mal so an. Was? Nix. Kriegen wir denn vorher noch was zu essen? Oder müssen wir jetzt hier fasten, damit der Geist schneller kommt oder so? Wir können schon ein Feuer entfachen und schauen, ob wir was garen können. Hervorragend. Steht wieder auf und reibt sich die Hände. Vielleicht schaue ich mal zu Valion rüber. Ah. Da ist wohl nichts mit Jagen. Hättest du noch Muße zu jagen? Es ist ja noch nicht dunkel, also auch nicht. Sehr gut. Dann geht ihr jagen. Schlagt euch in das kleine Wäldchen und haltet auch schon nach was? Kaninchen, einem Reh, Wildschwein. Also egal was, ja. Hauptsache Tier. Naja, solange es nicht unbedingt Schuppen hat oder so. Also Schlange ist okay, aber wenn das jetzt irgendwie 3 Meter groß und Schuppen hat, dann weiß ich nicht, ob wir das unbedingt essen sollten. Okay, dann macht doch mal eine Wildnislebenprobe. Ihr beiden, die ihr da jagt. Ja, ich würde Shaya fragen, ob sie mit mir Pilze sammeln gehen will. Pilze? Ja, zum Tier. Können ja mal schauen. Wenn er Reh oder Hasen schießt, dann wäre doch so ein paar Pilze dazu für einen Eintopf super. Warum nicht? Ja. Oben, pass mal auf, Abdul, auf. Gut, trotzdem eine Wildnislebenprobe. Der Enigma hat es ja schon geschafft, habe ich das Gefühl. Eine gehabt. QS. Eine QS, ja. Tja. Ja, knapp. Eine QS, ja. Gut, dann sucht ihr irgendwie auf dem Waldboden nach Spuren von Wildschweinen oder Hasen oder sonstigen. Findet auch so irgendwie eine Wildspur und folgt ihr. Und zumindest Valion sucht das ja und Nasir sucht ja Pilze, findet aber in der näheren Umgebung jetzt nichts und dringt weiter in den Wald vor. Und Valion findet dann tatsächlich ein Wildschwein im Unterholz. Grundstück. Dann. Ja.
gute Schussposition. Ich nehme mal, ich gehe mal mit deinen Bogenschützen-Skills davon aus, dass du das ohne Probleme erlegen kannst. Das muss man jetzt nicht auswürfeln. Ja, finde ich nicht gerade. Möchtest du auf jeden Fall mit Bogen erlegen, denke ich, ne? Ja. Ja, gut, dann streich dir mal irgendwie ein, zwei Pfeile weg, die du verbrauchen wirst, um das Ding zu jagen. Und kommst dann stolz geschwellter Brust mit einem erlegten Wildschwein zurück zum Lager und siehst Fianna und Jalte, wie sie neben dem Stein sitzen und irgendwelche Zeichen in den Boden ritzen. Während Nasir mit Shaya zusammen Pilze sucht und immer weiter in den Wald vordringt und dann auch mal eine Sinnesschärfenprobe macht. Ja. Man hört irgendwo in der Ferne aus dem Wald ein. Okay. Das sind 3 QS. 3 QS. Das ist gut. Dann hörst du aus der Richtung, wo dieses Schweinegrunzen herkommt, auch so Geraschel im Wald. So, ob da auch irgendwie was sich durchs Unterholz bewegt. Und dann hast du das Gefühl, dass, als du so an einem Baum vorbeiguckst, dass da so der Baum so ein bisschen verschwimmt. So in der Kontur. Und dann, als du wieder hinguckst, ist wieder der Baum so ganz normal. Ja, dann gehe ich mal auf den Baum zu und schaue mir den näher an. Das ist so irgendwie unten, weiter an der Wurzel. Also ist nicht sonderlich hoch, sondern ist so ziemlich weit unten am Stamm. Näherst dich dieser Wurzel und hast wieder das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen in der Wahrnehmung irgendwie sich verschiebt und dann wieder so als wie so ein Flirren in der Luft sieht das aus. Ist da jemand? Keine Antwort. Hast du was gefunden, Nasir? Hier war ein Flirren in der Luft. So. Ist auch immer noch da. Jetzt, wo du es irgendwie genau fixiert hast, kannst du es genau sehen. Seht ihr dort? Und das ist ein Baum. Nehme ich mal einen Tannenzapfen oder irgendwie irgendwas Nicht-Mortales, was in der Reichweite liegt und werf den mal auf das Flirren. Ja. Dann wird der Tannenzapfen eine ganze, also so. Ja, ungefähr so viel vor dem Baum irgendwie in der Luft abprallen und der Illusionszauber ist nicht mehr und vor euch hockt im Schlamm eine, oder auf dem Erdboden, auf dem nass, etwas feuchten Erdboden, eine Gestalt in Rockhemd und Sandalen. Eine Frau mit langen schwarzen Haaren. Und guckt euch zitternd an. Eine menschliche Frau? Von der Gesichtsstruktur her sieht sie eher Valion ähnlich. Sanyasala Fey. Sanyasala Feyama? Was machst du hier im Wald? Man merkt, dass sie zittert. Was machst du hier im Wald und warum trägst du Kleidung, die dir nicht gehört? Du hättest einfach darum bitten können, wenn du Kleidung benötigst. Scheint dich nicht zu verstehen. Gut, Elfen haben ja keine Zeichensprache. Ja, dann mach ich mal. Dann zieh ich mal meinen Umhang aus, reiche den und mache Hemd, so. Dein Hemd trägt die Gestalt ja schon. Naja. Ja, dass du dich so auf einen Schritt näherst und den Umhang so hinreichst und ganz schnell so der Arm so nach vorne kascht den so und schlägt den so um sich. Also, den Wärmesegen gibt es ja nicht. Deswegen. Na. Dann. Reib mir über den Bauch.
sagt das elfische Wort für Hunger. Hm. Wiederholt. Dann. Na, sie richtet sich an dem Baumstamm hoch und ja, folgt dir, wenn du vorläufst. Sie trägt aber keine Waffe. Nein. Ist ungefähr, ja, du würdest sagen, wie groß bist du? Ich, hä? Mhm. Ich bin einen Schritt 70. 1,70, ja, die ist ein Ticken größer als du. Ja, folgt dir. Und Shaya zurück zum Lager. Ja, zuerst sehen Jalte und Fianna den Valion aus dem Wald treten. Mit dem Wildschwein über der Schulter. Und ja, Valion macht sich dran, irgendwie das Wildschwein wahrscheinlich auszunehmen und so. Kann schon mal auf Lebensmittelbearbeitung würfeln. Genau, ich hole mir immer wieder das lange Messer raus, das jetzt so lange nicht mehr zum Einsatz kam. Setzt ein Grinsen auf. Genau. Ja, wenn wir Richtung Lager kommen, würde ich mal nicht direkt auf den Platz mit ihr raustreten, sondern Shaya bitten, dass sie mal Valion ruft. Einfach, um sie nicht zu verschrecken. Würde auch zwischendurch sie mal anschauen und so die Hand auf meine Brust legen. Nasir. Blick dich erst kurz an. Lailat. Lailat. Ja, lächle dann. Nicke, lächle. Lailat. Eine QS. Mir kann eigentlich. Ja, dann schaffst du es zumindest ein paar genießbare Stücke aus dem Ding rauszuschneiden. Sieht nicht so sonderlich geschickt und fachmännisch aus, aber ja. Bin ja auch kein Jäger. Genau. Hm. Der würde sich jetzt wahrscheinlich die Haare raufen und sagen, ah, wie konntest du, aber gut. Mhm. Was zum Essen hast du auf jeden Fall gefunden. Ja, und Shaya kommt eine ganze Zeit später nach Valion mit, ohne Nasir aus dem Wald getreten. Und als sie die Gruppe sieht und Valion da gerade das Wildschwein ausnimmt, Valion? Ja? Hast du kurz Zeit? Ja. Letztes Stück habe ich gerade schon rausgeschnitten. Lass das mit dem Schwein am besten jemand anderen erledigen. Wir brauchen dich hier mal kurz. Ja, sicher. Komm, beeil dich. Ja, dann komme ich dann mit blutigen Händen, einem Messer, das ich jetzt gerade erstmal noch vom Blut reinige, hinterher. Vielleicht wäschst du dir die kurz noch die Hände ab. Ich denke, es ist eilig. Ja. Wirst gleich verstehen, warum. Nimm so ihren Wasserschlauch und kippt so ein bisschen Wasser raus, damit du die Hände waschen kannst. Ja, das gröbste Blut wird da wahrscheinlich noch runter sein, aber ja. So schnell geht das ja doch nicht, wie die Hände so richtig schön voll sind, nachdem man Schweinhals zerlegt hat. Ja, dann gehst du irgendwie in den Wald hinein mit Shaya und nach ein paar Meter im tiefen Dickicht hinter zwei großen Büschen steht Nasir mit einer Elfendame. Einer schwarzhaarigen, ungefähr, ja, einen Ticken größer als Nasir. Nasir gestikuliert irgendwie wild mit ihr irgendwie irgendwas. Scheint ihn nicht zu verstehen. Dann ja, Salafay. Schaut so rüber. Dann ja, Salafay.
Und du merkst, dass das, was dieser spricht, ein alter Dialekt ist. Also so mehr Astaria als Tiras. Ja. Ich meine, ist Tiras nicht das Beste, aber sie scheint mich gar nicht zu verstehen. Ah. Ja, sie klingt auch mehr danach, als würde sie Astaria sprechen. Es ist auch nicht wirklich Astaria, es ist irgendwie so ein Mischding. Ah, okay. Wenn du tippen müsstest, obwohl, nee, die hast du ja noch nie gehört. Du bist ja selbst auf der Suche nach Firnelfen gewesen. So ein bisschen wie die alten Elfen gesprochen haben, die du dir getroffen hast aus dem Wald auf der Insel. Da hatten wir noch nie einen getroffen. Genau, die sprach auch ein bisschen altbacken. Anfangs. Wo hast du sie denn gefunden? Im Wald. Sie war durch irgendeine Art Magie verhüllt. Ich habe ein Flirren in der Luft gesehen und habe einen Tannenzapfen dagegen geworfen. Dann hat sie sich enthüllt und sie schien zu frieren. Und naja, wie du wohl an der Kleidung erkennst, ist sie diejenige, die sich heute Nacht bei uns bedient hat. Mag sein. Ich habe Fianna noch nie in einem Rock gesehen. Lailat. Das ist der Name. Ich bin Valion, der von den Alten warnt. Und wechsle dann wieder ins Tira. Was machst du hier bei den Menschen? Ich begleite sie auf ihrer Fahrt. Schaut so an dir runter und sieht dann dass die Blutspritzer so auf deiner Gewandung. Schaut so ein bisschen entsetzt. Oh, zwischen dir und Nasir hin und her. Oh, keine Sorge, das war nur ein Schwein. Das Abendessen. Abendessen. Hunger. Ich hab Hunger. Dann komm doch mit. Und du kannst dann ja erzählen, was dich hierher verschlagen hat. Scheint so einen Augenblick zu überlegen. Bin mir nicht sicher. Bin heute Nacht aufgewacht. Und dann hast du lange geträumt? Weiß ich nicht. Hab geschlafen. Niam sagte auch, sie hätte lange geschlafen. Schlecht geträumt. Komm doch erst einmal mit. Folgt dir. Masir merkt so an ihrem Gang irgendwie, dass sie sehr verschüchtert hinter ihm herläuft. Und um auf deine Frage noch einmal zurückzukommen. Ursprünglich habe ich sie begleitet, um mehr über die Alten zu erfahren. Und Alten? Ja. Unsere Ahnen. Ahnen? Hochelfen. Es scheinen Worte zu sein, die sie nicht versteht. Ich wollte wissen, warum sie zu Göttern gebetet haben. Und was dazu führte, dass sich unser Volk dann davon abwendete. Das haben wir nicht. Natürlich haben wir Götter. Nein. Doch. Seit Jahrtausenden schon nicht mehr. Nein. Bleib so stehen und geht so einen Schritt zurück. Nein. Nein. Was ist los, Valion? Sie behauptet, sie und da, wo sie wohl herkommt, würden sie immer noch Götter anbeten und sie versteht nicht, warum
ich das nicht tue. Woher kommt sie denn? Das weiß ich noch nicht. Aber sie muss ja wissen, wie sie hergekommen ist. Sie meint, sie hätte lange geschlafen und sehr schlecht geträumt. Und wäre jetzt in der Nacht aufgewacht. Hier im Wald? Na, das kann ja nicht sein. Sie hat ja unsere Kleidung von der Burg entnommen. Also muss sie ja, wenn, auf der Burg aufgewacht sein. Sie ist anscheinend sehr verwirrt. Bei den Menschen ist eine Frau, die den Göttern dient. Vielleicht kann die dir ja helfen. Die ist ja mit dir mitgekommen. Mhm, genau. Achso. Die hat dich ja in den Wald geführt. Ja. Traja hier dient einer Göttin. Orima? Vielleicht. Nein. Ihre Göttin heißt Travia. Nicht gehört. Nicht kenne. Wir haben von Orima gehört und auch ein Abbild von ihr gesehen im ewigen Eis. Eis? Seit Jahrtausenden schon wird sie weder von den Auen, in den Auen noch in den Wäldern angebetet. Nicht Eis. Kaum noch jemand weiß überhaupt, was das über sie. Eis falsch. Woher kommst du eigentlich, bevor du eingeschlafen bist? Merkst du, wie sie angestrengt überlegt? Sich so ein paar Mal übers Gesicht fährt mit der Hand? Weil, weiß nicht wirklich. Auf jeden Fall. Überall sonst, außer dort, wo du herkommst, hat man dich von den Göttern abgewendet. Kann nicht. Ich sag Schlecht. Dir auch nicht, dass du es sollst. Ja, und nach ein paar Minuten kommt ihr halt auch irgendwie auf die Lichtung raus, wo die anderen halt auch sind. Alle gucken euch mit großen Augen an, als ihr dann irgendwie an euch dem Lager nähert. Und sie bleibt halt erstmal halb am Waldrand halt stehen. Schaut so, verängstigt so auf die Lichtung. Das sind meine Gefährten, mit denen ich reise. Sie schaut so, Kampfplatz. Und ihre Blicke huschen so über das, über die Lichtung. Ja, ich, Kampfplatz. Wenn es Zeit ist, dann übersetze ich halt jeweils. Sie scheint sich zu erinnern. Sie war schon mal hier. Ja, scheint so. Blickt dann so an sich herunter und krümmt sich dann so. Ich heb dann so das Hemd nach oben und streicht sich so über den Bauch. Du hast hier gekämpft? Schaut so verwundert irgendwie, dass da keine Verletzung ist. Hast du hier gekämpft? Weiß nicht. Verletzung, Kampf, Platz. Wolf. Kann nicht sein. Dann... Du bist gestorben. Wenn man wiedergeboren wird, doch nicht so. Lebe. Ich weiß, so zwei Schritte noch zurück. Es wirkt so, als wäre sie hier gestorben und jetzt ins Leben zurückgekehrt. Das ist nicht natürlich. Sie
schaut verwirrt so zwischen den einzelnen, zwischen Nasir, Shaya und Valion hin und her. Hattest du mit dem Dasa zu tun? Nein. Gut. Sie hatte anscheinend nichts mit dem Dasa, dem, was ihr das Namenlose nennt, zu tun. Sie wirkt auch nicht wie eine der Kreaturen von Pardona. Oh, es müsste ja irgendeinen Auslöser geben, wenn sie wirklich tot war. Ja, wenn ein Fae wiedergeboren wird, dann kehrt er als Kind zurück. So wie ein neugeborener Mensch. Mhm. Nur, dass deine Seele eben schon mehr erlebt hat. Aber das ist hier nicht passiert. Ihr Körper ist neu erstanden. Abdul, verstehst du das vielleicht? Hä? Was? Wo? Oh, Besuch. Ja, diese Fae. Leila nimmt so seine Kappe ab. Abdul Elmasar. Magister, hoher Magister der Magie. Und ich möchte nicht sagen, aber in dieser Runde der Einzige mit Verstand. Du könntest, wenn du es schon versuchst, in Estira mit ihr reden, ansonsten versteht sie dich nicht. Oh. Sie spricht keine Menschenzunge. Ja, er wiederholt das auf Estira. Und sie ist anscheinend dieselbe Person, die hier gestorben ist. Ja, genau. Zumindest behauptet sie es. Na, sie hat dann lügt sie halt. Sie sagt nicht so, als würde sie lügen. Raluf. Kann jemand, der gestorben ist, herumlaufen? Raluf so... ist das eine Fangfrage? Ja. Ja! Nein! Was denn jetzt? Ja oder nein? Ja, es ist eine Fangfrage. Nein, sie können es nicht. Nein, sie können es nicht. Siehst du sogar, er weiß davon, dass das nicht geht. Ich meine, es gibt ein paar magische Thesis. Interessant. Sehe. Ich habe davon gehört, dass man in Brabak im Süden vielleicht kommt sie aus dem Süden. Gibt es im Süden Elfen, Valion? In Brabak? Zum Beispiel? Oder in Al-Anfa? In Al-Anfa gibt es alles, glaube ich. Da könnte sie herkommen. Und vielleicht ist sie eine Nekromantin? Oder sie kennt einen Ekromanten. Oh, hervorragend. Fianna, Adepta Fianna, wir haben ein lebendes Beispiel eines Untoten. Hervorragend. Ein wahnsinniges. Wir könnten daran ein paar Thesisübungen machen. Ist sie empfindlich vor Feuer? Lass uns das testen. Wovon redet er? Er läuft zum Feuer und nimmt sich so ein Holzscheit und. Nein. Abdul. Leg das wieder weg. Aber warum? Wir müssen das testen. Okay, wir können auch Eis nehmen. Eis. Wo ist Eis? Was immer sie ist, aber wir können doch jetzt keine Experimente mit ihr machen. Du weißt sehr genau, was es mit einem Menschen macht oder auch einem Elfen, wenn er an ihm herum experimentiert ist. Wird. Oh, kriegt so große Augen. Fängt an zu zittern, lässt den Holzscheit fallen, da wo er gerade steht, kauert sich auf die Wiese, steckt den Finger in den Mund und nimmt so die Augen. Du kannst es... Ja, die Augen. Du kannst es niemand anderem antun wollen. Ich wende
mich der Elfe zu und versuche in Istira sie zu fragen, erinnerst du dich an deinen Gegner hier in diesem Kampf? Schaut dich zuerst so skeptisch an, so mustert dich so von oben bis unten. Dich kenne ich. Genau wie ich euch kenne. Zeigt auf Nasir und auf Shaya. Ja, du trägst meinen Rock. Du warst bestimmt in meinem Zimmer heute Nacht und hast meine Sachen durchsucht. Warst du es auch, die mein Schwert aus der Scheide gezogen hat und angesehen hat? Bist du auf der Suche nach einem Schwert? Selflanatil. Mhm. Die Silberflamme. Auch du suchst sie? Sie muss zurück. Wohin zurück? Der Wolf hat sie gestohlen. Das haben wir gehört. Orima braucht sie zurück. Aber wo? Habe Eid geschworen. Wohin muss Selflanatil gebracht werden? Nach Hause. Ich wusste nicht, dass es dich noch gibt. Ich habe mit dem anderen gesprochen, in der Menschenstadt, seinem Geist. Und ihm geschworen, dass seine Aufgabe ein Ende finden wird. Dass das Schwert zurückgebracht wird. Soweit ich es mit meinem Sein vermag. Nantiange. Ja, so hieß der doch. Den haben wir getroffen. Also sein Geist. Er ist tot. Ja. Und er ist nicht in Fleisch und Blut wiedergekehrt wie du. Von ihm blieb nur der Geist übrig. Da er den Auftrag nicht vollführen kann, ist er als Seele gefesselt an den Ort seines Todes. Wo ist das Schwert? Ich weiß es nicht. Wir sind auf der Suche danach. Damit das Schwert zurückkehren kann. Aber wir wissen auch nicht, wo es hin soll. Wo ist der Fuchs? Der Wolf, meine ich. Nicht der Fuchs. Er müsste schon seit Jahrhunderten tot sein. Nein, das kann nicht. Es ist schwer, der Spur von Toten zu folgen. Schaut so über den Platz. Shaya ist währenddessen zu Abdul gelaufen, versucht ihn zu beruhigen. Wenn du nicht wieder erstanden wärst? Und eigentlich hatte ich vor, mit deinem Geist zu reden. Aber jetzt ist es so wohl wesentlich einfacher, miteinander zu reden. Hunger. Ja, essen wir alle erst einmal etwas. Und dann können wir immer noch weiter reden. Ralo zupft die Alte so an der Seite, so, sag mal, wenn das diese Elfen-Ding ist, was da begraben sein soll. Ja. Warum ist die dann nicht da drin? Hm.
Die sieht nicht so aus, als ob die mich verhaut, wenn ich jetzt den Stein wegtrage. Ist richtig. Wir sollten trotzdem ein bisschen warten. Man weiß ja nie. Elfen verzaubern ihre Gräber vielleicht auch. Meinst du? Ja, vielleicht. Das will ich nicht. Es kommt Klammer zu sein Amulett. Na, siehst du? Ja, dann kann Valion ein bisschen Schweinekeule oder sowas über dem Feuer braten. Und die gute Elfe wird, als ob sie jahrhundertelang nichts gegessen hat, essen. Was sie ja wahrscheinlich auch nicht getan hat. Ja. Wird euch dann mit vollem Mund so ein bisschen angucken und irgendwie dann irgendwie so das erste Mal, seit ihr sie gesehen, so ein Grinsen aufsetzen. Taya, hast du das schon einmal erlebt bei euch Menschen, dass jemand von den Toten zurückkehrte? Nein. Das ist nicht Borons Wille. Bei uns Elfen kommt so etwas auch nicht vor. Sag mal, Fianna, hast du Abdul eben erzählt und an seine Folter erinnert? Ich krieg den gar nicht mehr beruhigt. Jetzt bleib doch mal still, Abdul. Hier, trink was. Das habe ich, weil er anfangen wollte, Experimente an der Elfe zu machen. Du könntest ein bisschen einfühlsamer sein. Komm, Abdul, wir gehen mal ein bisschen da in das Haus vielleicht. Das mag ja sein, aber Abdul wollte Leute foltern mit Feuer. Und ich habe ihn nur daran erinnert, dass er genau weiß, wie schlimm sowas ist und dass er das bitte nicht anderen antun soll. Ja, du hast bestimmt nur in besten Absichten gehandelt, aber eine Ecke weiter denken das nächste Mal, bitte. Ich hatte ihn gerade so weit, dass es fast vergessen und verdrängt hat. Jetzt kann ich mich wieder tagelang damit befassen, ihm das wieder auszureden. Lass dir nichts erzählen. Ja. Wo kommt ihr her, meint dann Leilat. Ich erzähle ein bisschen von Gareth. Gareth? Ja. Eine große Stadt. Du Krieger. Ja, zum Teil. An unserer Schule lehrt man beide Wege. Den Kampf, aber auch die Wege der Zauberei. Zauberei? Naja, ich glaube, das ist schwer zu erklären für Elfen, weil das für euch natürlicher geht, wenn ihr mit in das Lied der Dinge einstimmt. Für uns Menschen, wir müssen das mühsam lernen. Traurig. Ob wir das Mantra einfach weben können durch unsere Lieder, müssen sie es erst in der Form pressen. Das ist schädlich. Ja, es kann sehr schädlich werden. Warum lässt du sie dann? Versuche ihr
unsere Art des Denkens beizubringen. Aber es ist schwer. Wir sind eben ganz anders als. Sie hat erzählt von der goldenen Stadt, als ob sie sie gesehen hat. Eine goldene Stadt? Gareth. Guckt so zu Fianna. Ah. Gareth ist nicht golden. Gareth ist sehr groß und voller Menschen und mit vielen Bauwerken, aber nicht aus Gold. Goldene Stadt, von der habe ich auch mal gelesen. Valion, war das nicht eine legendäre Elfenstadt? Ich weiß von keiner Stadt aus Gold. Wenn du nicht Krieger, wer dann Krieger hier? Ich zeig zum Beispiel auf Jalte. Kraluf. Filiathon. Sehr groß, breit, schwer. Dafür keinerlei Spur von Manra an sich. Wie dann kämpfen können? Bei Menschen ist das Manra nur selten vertreten, während es bei uns der Wolf immer da auch ist. Nicht hatte. Wolf aber grazil. Klein und wendig, wie wir. Nun, es den da besiegen kann mit verbundenen Augen, zeigt auf Jalt. Es gibt Unterschiede in der Art des Kampfes. Ich denke, dass der Wolf auch mehr eine feinere Kampfart bevorzugt hat als Jalt. Aber ihr könnt ihn ja mal fordern. Und einen kleinen Übungskampf mit ihm ausfechten. Ich habe kein Schwert mehr. Ich würde auch vorschlagen, zum Kräftemessen keine richtigen Waffen zu nehmen. Ich suche mal zwei ungefähr gleich lange Stöcker. Mhm. Und sag, Leute, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht mal so ein bisschen eure Kampftechnik miteinander messen? Ich halte, komm, wie sieht's aus bei dir? Zeig ihr mal, was ein richtiger Torwaller drauf hat. Sie hat noch nie einen kämpfen sehen. Im Stock? Ja, ich möchte nicht, dass ihr euch hier großartig verletzt. Ich möchte einfach nur, dass ihr euch in eurer Technik und eurer Stärke messt. Mhm. Na dann. Will ich aber nicht verletzen. Ja, darum soll sie einen Stock nehmen und kein richtiges Schwert oder eine Axt. Guck dir mal an, wie dünn der ist. Na, sie meint ja, sie wird mir verbundenen Augen nicht noch verprügeln. Aha, aha, aha. Aha. Ja, dann soll sie sich mal die Augen verbinden. Leilas meint, du sollst dir dann die Augen doch verbinden, wenn du meinst, du könntest ihm mit verbundenen Augen schlagen. Binde? Ja, ich gebe ihr ein Taschentuch oder irgendwie so ein Tuch aus meinem Rucksack und binde dir das als Augenbinde, wenn sie das haben will. Steck wieder weg. Nimmt den Stock, lässt sich die Augen verbinden, steht dann da. Also breitbeinig, irgendwie den Stock so in der Hand haltend, irgendwie so prüfend zwischen euch. Okay, ich eröffne den Kampf mit los! Das erste, ich guck erst mal, was sie macht. Dann würfel mal, wenn du abwarten willst, dann mach mal keinen Inni, sondern wirst du erstmal wirst du sie was summen hören. Was macht die da? Ich glaube, sie sollte mal würfeln. Jana, was macht die da?
Ich glaube, sie stimmt sich auf den Kampf ein. Oh. Das ist unheimlich. Sie soll kämpfen und nicht summen. Die Melodie ändert sich nach einer gewissen Zeit kurz. Die soll kämpfen, das ist langweilig. Meine Güte. Ich lehne mich an den Stein. Dieser Seufzen so laut kommt, schnellt sie wie ein Blitz nach vorne. Und Jalte, du hast den Stock an der Kehle. Ich stehe weiterhin total ungerührt da. Gewonnen hat. Ja, klar. Also sie sagt was auf Estira. Ach so, ja. Jalte, sie sagt, sie hat gewonnen. Willst du das auf dir sitzen lassen? Nee, ich würde aber gerne kämpfen und nicht so ein Shishi hier machen. Ja. Ich spreche nochmal mit ihr und sage, er will sich wirklich kräftemäßig mit dir messen. Also das ist doch jetzt ist doch kein Kampf gewesen, das war doch jetzt peinliches Summe und dann, oh, ich bin doch einmal ganz schnell! Geht zwei Schritte zurück, macht eine Drehung und du hast den Stock wieder so an der Seite. Schon wieder gewonnen hat. Ich halte, vielleicht solltest du sie mal attackieren. Solange du nur so dastehst. Ja, dann nehme ich den Stock und hau ihr ein. Ja, dann mach mal eine Attacke. Übrigens mit einem Blick wie toll. Mit Magie könnte ich auch kämpfen. Wahrscheinlich mit Hiebwaffen, ne? Ja. Ja. Spannend. Lady Luck macht es spannend. Oh, ist auch falsch geschrieben, sag ich gerade. Ah. Ja, ihr Stock schießt in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit nach oben und pariert deinen Stock. Moment. Dreht den Stock dann einmal so aus der Bahn. Und macht einen Aussatz nach vorne, sodass du den Stock wieder an der Kehle hast. Klar, ich darf noch nicht mal parieren. Mach. Oh. Ja, es ist genau so, wie ich beschrieben habe. Klapp, läuft doch in den Stock rein. Und pariert. Ein Chip kann man nicht bei einer 20 benutzen, tut mir leid. Verdammte Scheiße! Wieder gewonnen hat. Ja, ich guck ungerührt. Ich zuck mit den Schultern, werf den Stock hin und sag, wenn sie Lust auf einen fairen Kampf hat, dann soll sie sich melden. So einen Scheiß mache ich nicht. Ja. Sie macht sich so die Binde ab. Nicht enttäuscht sein muss. Nicht schlecht sein. Nur groß und schwer. Weiter. Was hast du? Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Nochmal. Ich setze mich wieder hin und schreibe weiter. Am Boden. Scheiß Summer. Ich versuche so ein bisschen vermitteln zu erklären und so. Ich versuche ihr so ein bisschen den Kampfstil der Torvaler irgendwie zu beschreiben und setze mich dann wieder zu Jalte und schreibe mit ihm.
guck mal, und so schreibt man, ist blöd. Ich male einen Stinkefinger in den Sand. Und daneben irgendein Symbol, das man nicht erkennen kann, und erkläre, dass das Zaubern ist. Ja, Nasir ist gerade mal inzwischen in den Büschen gewesen, kam wieder und hat gesehen, wie die beiden gekämpft haben. Und Jalte sich beschwert hat, dass diese Elfe mit verbundenen Augen ja unfair gekämpft hätte. Dass das ja kein fairer Kampf für ihn gewesen wäre. Ja, es war nicht unfair, es war überhaupt kein Kampf. So. Mit verbundenen Augen. Ich schaue dem interessiert zu. Und dann wundere ich mich aber, wenn ich die Geschwindigkeit und Grazilität von ihr sehe und dass sie von Ensen besiegt wurde, was der dann einfallen können haben musste. Ich löse meinen Gürtel, nehme dann das Wolfsmesser mit der Scheide zusammen ab und reiche es ihr rüber. Sollte es nicht unbewaffnet dem stellen, was auf der Suche nach Seltener Thiel auf uns wartet. Schaut so drunter, nimmt das dann so ehrfürchtig entgegen, schnallt sich so den Gürtel um, tritt dann noch so einen Schritt auf dich zu und umarmt dich. Legt auch den Arm um sie und lächelt sie an. Feyama. Gut, dann hast du jetzt kein Wolfsmesser mehr. Ja. Ja, ihr esst in Ruhe. Und ihr seid dann gestärkt. Und was jetzt? Kannst du uns jetzt sagen, wo du herkommst? Und zu Hause? Wir hörten, dass der Wolf Seltener Thiel aus der Wüste mitbrachte. Sand. Schaut ins Feuer, schaut wieder zu dir. Sand. Lang her. Leben du und die Deinen bei den Überresten von Tier Shiana? Als du dann den Namen sagst, scheint so irgendwas in ihr so irgendwie in den Augen zu funkeln und nickt dann so ganz eifrig. Wie ich es vermutete. Valion! Ja? Ralo, falls du das Amulett so schwer so umfasst. Frag sie mal, ob sie ihr Grab verzaubert hat. Sie was verzaubert hat? Ihr Grab! Ich deute so mit dem Kopf auf Ralo. Er will wissen, ob du dein Grab verzaubert hast. Nein. Viele Menschen sind recht abergläubisch. Warum wissen will? Ich denke, er hat Angst. Wovor? Wie ich schon sagte, Aberglaube. Was das? Der Glaube an Sachen, die es gar nicht gibt. Etwa wenn eine schwarze Karte von links nach rechts deinen Weg kreuzt, dann hast du Pech. Nein. Natürlich nein.
Aber einige Menschen glauben das. Dummheit also. Ja. Ah. Geht so zu Raluf rüber und umarmt ihn. Nicht schlimm. Das ist der Schutz, Raluf. Jetzt kann dich der Fluch des Grabes nicht mehr treffen. Echt? Cool. Ja, Alter, hast du gesehen? Aber die anderen hier. Was ist mit den anderen? Naja. Die haben jetzt ja nicht ihren Schutz bekommen. Ja, beide schon. Ich hab sie eben auch umarmt. Richtig. Ja, beide schon. Das heißt, sie muss jetzt alle anderen auch noch umarmen. Wenn sie will. Stapft rüber zu Oom Volker und schubst den so nach vorne und ist so, ey! Ich will aber keine Elfe umarmen. Dann halt nicht. Finneason, vielleicht du? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Ich versuche währenddessen vielleicht Lala nochmal zu fragen, ob sie irgendwas weiß, was zwischen dem Kampf passiert ist und wo sie wieder aufgewacht ist. Also ob sie danach direkt irgendwie weg war oder ob sie vielleicht weiß, wo Ernst sein könnte, weil wir wissen nur, dass er diesen Ort verlassen hat nach diesem Kampf. So zwischen Kampf und dann guckt sie wieder an sich runter, fasst sich wieder so an den Bauch und scheint so ganz angestrengt zu überlegen. Heißt noch Menschen kommen, Sterne sehen. Menschen. Und dann kriegt sie so einen leicht entsetzten Blick. Sterben. Mir nehmen von Menschen. Nicht verstehen. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Valion, kannst du mir helfen? Ich weiß es auch nicht. Die Art zu sprechen ist sehr altertümlich. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht. Wir suchen Silflanatil. Ja, wir suchen Silflanatil. Dann los, suchen, jetzt, schnell. Wo ist zu Orima zurück? Ja, aber wo suchen? Wir wissen nicht, wohin der Wolf ging. Unser letzter Anhaltspunkt war dieser Ort. Dieser Ort, Ort, wo ich tot. Ja. In der Stadt in der Nähe hieß es, er hätte kurz darauf die Gegend verlassen. Du willst nicht wohin. Ich tot, nicht wissen wohin. Vielleicht gibt es doch in Isilia noch irgendeinen Hinweis, den wir bisher übersehen haben.
Der muss verlieren. Stehen wir ja nun und sind genauso schlau wie vorher. Naja. Oder in der Prophezeiung. Tja, ich kann euch da auch nicht mehr helfen, als ich schon getan habe. Solange ihr den Schleier der Vergangenheit zerreißen, um die Silberne Flamme zu finden. Wir sprachen mit dem Geist. Geh jetzt mit ihr. Schau ich mal, wir haben sie noch nicht gefragt, ob das wirklich ihr Grab ist, oder? Es ist ihr Grab. Es ist ihr Grab, doch. Aber ist sie hier aufgewacht? Das hat sie nicht gesagt, sondern woanders. Nein, das hat sie nicht gesagt, richtig. Aufgewacht bei ihr. Dreht sich zu Shaya rum. Shaya, die wäre bei dir aufgewacht. Nicht, dass ich wüsste. Das muss ja irgendetwas zu heißen haben. Ansonsten, Ermsen war ein Nevese. Ja. Wenn er nun von hier aus zurück zum Volk auskehren wollte, was wäre da der schnellste Weg? Wäre das wirklich wieder der Weg zurück nach Valusa? Na, schau mal, kann ich den Leuten vielleicht die Avis-Pfade auch nochmal aufmachen? Hier ist Gareth. Wo sind wir denn? Hier sind wir am Ilisee. Und wenn wir zurück wollen ins Nivesenland, müssen wir Richtung Norden, durch den Drachenstein. Als jemand, was auf dem direkten Weg liegen würde? Von zwischen hier und dem Nivesenland liegt der Bornwald, die Drachensteine. Ja, das ist eine In-Charakter-Frage. Valion kennt sich nämlich mit Geografie nicht aus. Ach so. Ja. Ich bin ja mal ein bisschen durch die Gegend gereist. Ich würde dann einfach mal Wurf auf Geografie machen, oder? Zu gucken, was ich mich erinnere, oder... Aber für dich sollte das ja kein Problem sein. Ja. Ja, dann in der Tat kämen wir im Norden dann durch den Bornwald. Da ist ein Gebirge dort. Vor dem Bornwald noch, ja. Genau. Es ist noch ein Gebirge im Norden, südlich vom Bornwald, das die Drachensteine heißt. Ja, da soll ein Stein. Das weißt du irgendwie aus deinen Wanderungen, da soll ein alter Drache leben und gibt's so Kindergeschichten, wie der Menschen frisst und Dörfer verbrennt und so. Soll tatsächlich... Pass auf, Nasir, sonst quellen dir noch die Augen aus dem Kopf. Bitte? Pass auf, Nasir, sonst quellen dir die Augen noch aus dem Kopf. Was hast du gerade nur gedacht? Den Drachensteinen
wohnt ein Drache, der sagen zu urteilen, Dörfer verbrennt und Kinder frisst. Sagt man das nicht allen Drachen nach? Und beim Gebirge, das Drachensteine heißt, hätte ich jetzt auch einen Drachen erwartet. Das ist richtig. Das soll auch. Vielleicht ist Sandy auf diesen Drachen getroffen und hat in ihm seinen Meister gefunden. Sagt man doch so bei euch Menschen, oder? In der Tat. Dann ist Sylph Lanathil bei einem Drachen? Vielleicht. Das würde erklären, warum nie jemand es gefunden hat. Dann wir müssen den Drachen töten. Wenn das nicht freiwillig herausgeht. Wo Norden? Guckt sich um. Welche Richtung, Nasir? Zeige Richtung Norden. Sie stapft los. Ich mag die Kleine irgendwie, Jalte. Er hat mich geschutzt, verzaubert. Geschutzt. Ja. Wolltest du das gerade nicht ausheben? Ich darf ja nicht. Solange sie nicht alle anderen auch umarmt hat. Wir können uns ja alle irgendwo in den Büschen verstecken. Dann sieht uns der Geist nicht, nur dich. Welcher Geist? Sie ist doch da. Wer weiß, was noch alles in dem Grab ist. Aber du bist es geschützt. Na dann. Ach, das ist doch Aberglaube, Nasir. Gerade ist doch jetzt geschützt davor. Da kann doch kein Geist jetzt mehr auf ihn warten. Ja. Als Nasir eben von den Drachen erzählt hat, ist irgendwo auch so ein Becher umgefallen. Okay. Neben dem Feuer. Seltsam. Ich gehe mal so einen Schritt von dem Becher weg. Nicht, dass ich abergläubig wäre oder so. Nein! Ja, dann versteckt euch jetzt schnell. Wir müssen schnell machen, bevor die da aus der Sichtweise ist. Dann kriegen wir sie nicht mehr ein. Los, Fianna, los! Dein ist das Gebüsch. Und Valion, du versteckst... Ach nee, du musst dich nicht verstecken. Jalte, wo verstecken wir Jalte? Im Haus! Ja, dann... Dann versteckt ihr euch alle. Ralof rückt den Stein beiseite. Und schaut dann so. Kein Schwert! Nur Papierrollen. Und ein Bogen. Hä? Und ja. Papierrollen! Ich mal sehen. Ich renn da hin. Aber erst hinter mir. War das beim Robert, wer schneller ist, ne? Also, du bist ja ziemlich mutig, Fianna. Nicht, dass der Fluch dich trifft. Ach was. Sie hat dich noch nicht erwartet. Gib mal lieber mir die Rollen, Radov. Ja, hier. Kannst du die lesen? Natürlich kann ich lesen. Na, so natürlich ist das nicht. Guckst du zum Boden. Willst du lesen lernen? Na, ich kann das schon. Ach so. Dann roll ich mal eine Rolle und gebe eine weitere an Fianna ab. Ja, das wird doch auch meins, sonst wäre ich nämlich die ganze Zeit um mich umgehüpft jetzt. Sehr interessanter Anblick. Definitiv, ja. Ja, besser als Spollen der Ecke stehen. Moment. Dann kann ich euch das auch mal in euer Doc reinkopieren. Damit ich
ihr das auch vor Augen habt beim nächsten Mal wieder. Na, wo ist es denn? Da. Und einmal in das Dock hinein. So, da ist auf den beiden Papierpergamenten verzeichnet. Mögen die sterblichen Überreste des verschleierten Weibes hier Ruhe finden. Doch fürchte ich, dass ihr Schatten mir weiter folgen wird. Ich weiß, ich habe Schuld auf mich geladen. Wie ein Fluch lastet der Ritt nach Punin auf mir. Wann werden die Forderungen nach Rache und Tod endlich enden? Wie viele der verschiedenen Novadis werden noch kommen, um den Mann zu töten, der einst so großes Leid unter ihr Volk brachte? Ich bin müde. Ich bin müde des Kämpfens, müde des Tötens. Möge sich mein Schicksal in der Einsamkeit erfüllen, dort, wo das geflügelte Grauen auf einem Bett aus Gold ruht und kein Novadi meinen Weg kreuzt. Flügeltes Grauen auf einem Berg aus Gold. Das hätte Mira wohl gefallen. Ja, wir gehen zu Drachen. Ja. Also, dann schnell! Und Raluf läuft los, der Elfe hinterher. Raluf, willst du nicht dein Pferd nehmen? Stimmt! Läuft wieder zurück. Steigt auf das Pferd. Ja, ihr folgt der Elfe und macht euch auf den nördlichen Weg Richtung Drachensteine. Mhm. Und Nasir weiß ganz genau, da lebt keines Menschen Seele, weil die Menschen, die damals dort gelebt haben, von Drachen verscheucht worden sind. Und es ist der unwirklichste Ort hier in der Gegend ist, wo man auf jeden Fall nicht hin will. Und mit dieser bösen Gewissheit enden wir dann heute auch und schauen das nächste Mal weiter, ob unsere Helden den Drachen denn auch finden und mit ihm den R10 oder das Schwert. Und was wohl Mira dazu sagen wird, wenn wir jetzt auf Drachenjagd gehen. Und da ist der Drache schon. Genau. Und ja. Gut, dass er doch noch unter den Stein geguckt hat. Irgendwie ist es ein altes Abenteuer. Da wird noch erwartet, dass Helden unter Steine gucken. Auch wenn es Gräber sind. Ja, aber in Gräber, ich wollte gerade sagen. In Gräber, hallo? Ja, das war... aber doch nicht, wenn man mit einer komplett abergläubigen Truppe durch die Gegend zieht. Ah, ein Drache! Vor allem mit Geweihten, ne? Ja, es war wohl früher ein bisschen anders. Da waren die Helden noch lootgeiler. Ja, gut, es waren ja jetzt keine den Zwölfen geweihte Gräber. Er war ja Novadi und sie wären Elfe gewesen. Von daher. Ja, das ist dem Abergläubigen doch egal. Ja, Grab ist Grab, Mann. Ja. Aber für die Zwölf Götter, glaube ich, ist das ausschlaggebend. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich dann bei euch, dass ihr mitgespielt habt. Und bei euch da draußen bedanke ich mich, dass ihr zugeguckt habt. Wen haben wir denn heute da gehabt? Der Kagrim natürlich, ja. Und Kuna Quen, ich denke, das ist Kunja Quen vom Nordpol. Kannst du ja mal reinschreiben, ob du das bist. Ich hoffe schon. Spoon 187. Enigmontler guckt sich selber zu. Sentril hat zugeguckt. Der Stefan hat zugeguckt. Zenzubo hat zugeguckt. Maris. Robi. Genau. Maris, genau. Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr das zugeguckt habt. Wenn ihr nachguckt, finde ich das auch ganz toll. Aber dann schreibt doch mal unten drunter, dass ihr nachguckt. Das ist nämlich ganz cool. Dann weiß ich, dass ihr das nachgeguckt habt. Und beim nächsten Mal in ungefähr 2 Wochen
geht es weiter mit der Phileasson-Saga. Oben im Nordpol findet ihr auf jeden Fall auch dann den Live-Link wieder. Und da findet ihr auch den Link zu ganz vielen anderen tollen Runden. Zum Beispiel vom Mischka da unten, der spielt ganz viel, fast jeden Tag. Oder auch der Enigmon hat zwischendurch auch mal gestreamt. Mal gucken, ob wann da wieder was weitergeht. Aber auch ganz viele andere tolle Spielleiter sind auf dem Nordpol vertreten. Also guckt da mal rein. Und bis dahin sage ich einfach mal tschüss. Lächeln und winken. Live long and prosper. Das ist vulkanisch und nicht elfisch. Macht nichts, haben wir auch schon verloren. Tschüss.